auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Entstand zwischen SV Vielberg und dem SSV Reutlingen 1-3. Edmond, heute in der Doppelfunktion als Coach und Spieler gegen Reutlingen, der jetzt Spitzenreiter geworden ist. Was war das für ein Spiel? Nach dem Spiel ist es einfacher gesagt als getan. Ne? Aber ich muss eine Komplimentmannschaft machen, auch nach einer 3-1 in der Lage. Wir haben wirklich heute ein gutes Spiel geliefert. Aber wir haben uns wieder wie die letzten Wochen auch immer individuelle kleine Fehler auch am Ende bestraft. Lag es daran, dass du heute den Coach vertreten musstest, dass du erst später ins Spiel als Spieler eingegriffen hast? Ja, das war auch so geplant, dass ich halt ein bisschen auch den Überblick habe von der Mannschaft. Aber wie ich gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir auch uns belohnt, das 1-1 gemacht. Und ja, es ist halt schon schwierig, aber wie ich gesagt, die Jungs haben das alles bravourös gemacht, außer die kleinen Fehler, aber ja, so ist das Fußball. Ja, du bist im Sommer dazugekommen, wie jeder Bescheid weiß, als Spieler, als Ex-Profi, der natürlich auch eine Verstärkung bedeutet und auch als Co-Trainer. Ja, was denkst du, wie machst du dich und wie läuft das hier für dich? Ja, ist auf jeden Fall, die Verein hier hat mich gut aufgenommen. Ich mache das gerne. Natürlich ist es für mich viel, ich habe viele Aufgaben. Ich werde natürlich in erster Reihe den Mannschaft, die also sportlich helfen, aber natürlich auch, wenn es Möglichkeit wäre, auch von Coachen von draußen, dann versuche ich auch mein Bestes. Ja, was denkst du, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt, beziehungsweise was man mit dieser Mannschaft erreichen kann? Viele sprechen vom Abstiegskampf. Ja, das Ziel ist wie vor der Saison auch. Wir wollen so schnell wie möglich die Punkte holen und in die Klasse halt zu bleiben. Und das für uns auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe ist, das wissen wir. Und daran arbeiten wir jede Woche auch hart. Nächstes Spiel auswärts gegen Bissingen. Was wäre das für eine Aufgabe? Ja, die Aufgabe ist, das war auch gleich heute, wir mussten befreiter spielen, weil wir spielen halt nicht gegen unsere Gegner, sag mal so, was im Zettel steht. Aber wir mussten dann trotzdem versuchen, ein bisschen das Leben schwer zu machen und am Ende auch vielleicht auch zu punkten. Edmond, danke für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön, danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.